auf dem anderen Teil des Platzes. Haben wir auch Rafa Boré gerade am Ball gesehen mal. Wenn wir jetzt mal ein bisschen näher inspizieren mit Daichi Kamada. Und das war dann schlussendlich der Abschluss von Rafa Boré. Also Rafael Boré, der in Cali auch, da wo er aufgewachsen ist, seinen Urlaub verbracht hat, hat er seine ganze Familie gefühlt mit nach Deutschland gebracht, unter anderem auch seine Frau und ja, sein junges Baby. Er soll den Angriff der Eintracht variabler machen. Mit seiner Geschwindigkeit. Wir sind gespannt, ob er das schaffen kann. Das ist natürlich ein großer Schritt von Südamerika hier nach Frankfurt an den Main. Ja, schöne Kombination hier, Emre Bakok zu Ali Akman. So, jetzt ist die Spielform jetzt ein bisschen mit mehr Zielstrebigkeit versehen. Ich glaube, dass die Gelben jetzt auch schon auf die kleinen Tore spielen dürfen, wenn sie den Ball kriegen. Müssen wir gleich mal kurz beobachten, ob dem so ist. Ja, das hat man schon in Wolfsburg immer wieder gesehen, dass Oliver Glasner dafür in Anführungszeichen bekannt ist, Teams mit einer guten Abwehrarbeit aufzustellen. In Wolfsburg letztes Jahr einer der besten Defensiven und in dem Jahr davor auch. Er hat ja mal Kuhn Castells fast einen Rekord aufgestellt für die meisten Minuten ohne Gegentor. Und seine Viererkette da war ein kaum zu überwindender Abwehrblock, außer in Frankfurt. Da konnte man ihnen vier Dinger einschenken. War ja einer der
wenigen Problemzonen, die die Eintracht letzte Saison tatsächlich hatte, dass man relativ viele Gegentore tatsächlich kassiert hat. So, drüben kleine Pause für die Offensivspieler. Weiter geht's hier im 5 gegen 5. Zwei Fünferketten, die gegeneinander arbeiten. Und soeben ist das 1:0 bei den Olympischen Spielen gefallen, aber nicht für die deutsche Nationalmannschaft. 1:0 für die Elfenbeinküste. Torschütze Dau für die Afrikaner von Sparta Prag. Und das sieht dann natürlich nicht so gut aus, dass es für die Deutschen weitergeht. Da wird jetzt als Eigentor Benjamin Hinrichs gewertet, das nur zur Information, aber jetzt brauchst du schon einen Doppelpack vom Geburtstagskind übrigens, Ragnar Ache, der heute 23 Jahre alt wird. Also, wer noch nicht gratuliert hat, darf das jetzt gerne im Chat machen oder ihm eine Nachricht bei Instagram schreiben. Treffsicher.